Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Zweiter Advent. Es ist wieder die Zeit, wo viele Lichter brennen und wir erinnert werden, dass Jesus, das Licht, gekommen ist. Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde hier, doch das Licht scheint und lebt weiter, und zwar in uns. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen, auch in der Adventszeit. Heute ein spezielles Thema: Gott spricht keine Dornensprache. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Du bist bestimmt gespannt, was das bedeutet: Gott spricht keine Dornensprache. Wir kennen den Paulus und die Geschichte mit dem Pfahl im Fleisch, oder manchmal heißt es auch Dorn im Fleisch. Die einen sagen, der Mensch war krank, die anderen sagen, der hatte so viele Gegner und die sind mitgemeint. Egal was war, er spricht nicht groß drüber, zum Leidwesen vieler, die es gerne wissen wollen. Und das ist auch so ein bisschen mein Thema heute. Ja, es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir wirklich, wirklich nicht über unsere Schwächen sprechen, sondern die Stärke Gottes in uns. Und das ist was Wichtiges. Wir sind in Gott stark und wir sprechen so gern die Dornensprache. Gerade in dieser Corona-Zeit, so die Dornensprache. Schau mal her, der und der hat und der macht nicht und der sollte anders und der läuft quer und so weiter. Ich glaube, wir sollten uns klar werden, wer wir in Christus sind und die Stärke. Und durch ihn, ja, durch ihn sind wir das. Und das ist so wichtig. Und analysiere nicht deine Schwäche. Viele wissen alles, was sie falsch machen, wo ihre Schwäche ist. Ich sag dir, analysiere oder finde heraus deine Stärke, die in Christus ist. Es ist deine Entscheidung, ob du die nach der Stärke suchst, die du hast in Jesus, wenn du ein Kind des lebendigen Gottes bist, oder ob du dauernd an deinen Schwächen rumbohrst. Das kann ich nicht mehr und das geht nicht mehr und jenes geht auch nicht mehr und jetzt darf ich nicht mehr und so weiter. Freu dich an der Stärke und an dem, was Gott für dich bereit hat. Schau nach Gottes Stärke. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir nach deiner Stärke schauen dürfen, nach deiner Kraft. Und Herr, du bist in den Schwachen mächtig. Und Herr, wir sind wirklich schwach, richtig. Aber mit dir sind wir stark. Herr, ich danke dir dafür. Lass es uns erkennen. Lass uns, Herr, deinen Willen über unserem Leben erkennen. Und das sind nicht die Dornen, Herr, sondern und die Pfähle, die Pfahl im Fleisch, sondern dein Wille ist, Herr, dass wir ein Werkzeug sind hier auf dieser Erde für Menschen, die das brauchen. Amen. Amen. Ein Zeugnis haben wir bekommen mit der Bitte um weiteres Gebet. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich möchte euch heute einfach mitteilen, was ich gestern zu unserer großen Freude erfahren habe. Mein Schwager ist nun völlig geheilt. Es gibt keine Krebszellen und Metastasen mehr im Körper. Gott sei Dank und danke nochmals für eure Gebete. Durch die Chemo gab es allerdings Nervenschädigungen in den Händen und Füßen, weshalb er hier noch beeinträchtigt ist. Er ist Töpfer von Beruf und braucht seine Hände. Bitte betet mit mir, dass auch das wieder gut wird. Ich bin zuversichtlich und voll Vertrauen in unseren allmächtigen Gott. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir mit Zuversicht kommen und mit Vertrauen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person berührst mit diesen Nervenschädigungen in Händen und Füßen. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom durch diesen Leib jetzt fließt, durch diese Hände und durch diese Füße. Danke, Jesus, dass die Nerven wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommen. Und ich danke dir, dass jede Zelle, die nicht in Ordnung ist, wieder in ihre Ordnung kommt. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über Nervenzellen, und dass du alles in deiner Hand hast und dass du alles wieder in die richtige Ordnung bringst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, und voller Zuversicht schreibt uns eine Frau: Jesus hört unsere Gebete und hilft uns immer.
Meine Kollegin ist jetzt vom Koma erwacht, kann auch tagsüber selbstständig atmen. Gott sei Dank dafür. Sie kann noch nicht gehen, wird nächste Woche auf Reha verlegt. Bitte betet weiter für sie, dass Jesus sie vollständig herstellt und keine Spuren von der Krankheit bleiben. Ich danke euch allen ganz herzlich fürs Mitbeten. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau berührst, die noch nicht gehen kann, die du wieder so hergestellt hast, dass sie aus dem Koma erwacht ist. Und ich danke dir, dass sie auch wieder gehen kann. Du machst keine halben Sachen und ich danke dir, dass du sie vollständig wiederherstellst. Danke, Jesus, für diese Frau, dass sie deine Kraft erfährt, dass du Kraft in diese Beine bringst. Und ich danke dir, dass du sie berührst, dass alle Krankheitsmacht entmachtet ist und dass alle Krankheitsmacht weicht. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Wir freuen uns darüber und die Infos sind eingeblendet. Eine Frau hat bei uns angerufen in ihrer Not. Sie liegt mit Krebs im Krankenhaus. Es sind Viren im Blut. Sie bittet um Gebet, dass diese weggehen und dass die Chemotherapie weitergeführt werden kann und es keine Zwischenfälle mehr gibt, kein Fieber mehr. Bitte um Schrumpfung bzw. Verschwinden des Tumors. Danke, Herr. Herr, dass wir genau das bitten dürfen. Danke, Herr, dass dieser Tumor verschwindet. In deinem Namen, Jesu, du hast den Sieg errungen, du hast die Kraft, du hast die Macht. Und ich danke dir dafür, dass in deiner Macht wir jetzt auch beten dürfen. Und danke, Herr. Herr, steht dieser Frau ganz besonders zur Seite. Ich danke dir dafür, Herr, dass die Viren verschwinden. Herr, dass das ganze Blut gereinigt wird, Herr. Ich danke dir. Amen. Amen. Und noch ein Gebetsanliegen wegen eines Tumors. Eine Frau schreibt uns, bitte betet für einen Familienvater. Ein Tumor wurde entfernt in seinem Kopf. Diagnose bösartig. Ja, Herr, bösartig. Herr, das ist das, was nicht in einen Menschen hineingehört. Herr, das ist nicht das, was du geschaffen hast. Herr, mit einem Menschen, den du geschaffen hast. Und ich danke dir dafür, Herr, dass alles, was nicht von dir ist, Herr, weichen muss in Jesu Namen, Herr. Denn alles, was von dir kommt, ist gut und vollkommen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir in deiner Kraft, in deiner Macht und in der Kraft deines Blutes beten dürfen, dass dieser bösartige Tumor und alles, was da vielleicht noch zurückgeblieben ist und alles, was da vielleicht auch kaputt gegangen ist. Herr, danke, Herr, dass es wieder ganz wird, dass es gesund wird. Herr, der ganze Kopf, der ganze Körper, danke. Amen. Amen. Und Gottes Wirken ist so vielfältig, wie wir es immer wieder von unseren Zeugnissen erfahren. Und folgende Gebetserhörung erreichte uns auf WhatsApp. Guten Morgen, ihr Lieben. Muss euch unbedingt eine Gebetserhörung berichten. Unser lebendiger Gott Jesus hat mich von den Rückenschmerzen geheilt. Ich sah Anfang Oktober die Sendung Hoffnung um 12, wo eine Person um Gebet wegen ihren Rückenproblemen bat. Und als Isolde dafür gebetet hat, habe ich es prompt auch sofort für mich in Anspruch genommen, da die Röntgenbilder nicht so gut aussahen. Vielen Dank euch für diese herrliche, wichtigen Sendungen und eure große Liebe für uns alle. Meine Schmerzen sind weg und unserem Herrn sei Lob, Ehre und riesiger Dank. Ja, das ist wunderbar, wenn die Schmerzen verschwinden. Und dafür beten wir auch immer wieder, dass Menschen berührt und geheilt werden. Und auf WhatsApp schreibt uns eine Frau. Liebe Freunde im Missionswerk, ich möchte mich gerne für die Gebete bedanken. Ich habe sie gebeten, für meine Kinder zu beten. Noch am gleichen Tag, als ich ihnen geschrieben habe, wurde es sofort mit beiden besser und es wird immer noch besser und besser. Danke, lieber Gott, dafür. Ich bin so glücklich und dankbar und ich weiß, dass es kein Zufall ist. So schnelle Reaktion und Wirkung. Danke für Ihre Gebete. Danke, Gott, du bist so groß und mächtig. Ja, und das ist wahr. Und wie sie schreibt, es wird immer besser und besser und besser. Und eine Frau erlebte Heilung bei unserem Gottesdienst in Hannover.
Ich hatte euch ein Gebetsanliegen bei euren Einsätzen geschrieben. Gleich beim ersten Einsatz in Hannover spürte ich, dass der Herr mich am ganzen Körper berührt hat. Die Schulter ist beweglicher geworden, auch die Finger und die Hand sind in Ordnung gekommen. Vielen, vielen Dank für eure Gebete. Die Herpeserkrankung am Mund, die mich jahrelang gequält hat, war plötzlich verschwunden. Wie schön. Und große Dankbarkeit spürt man auch bei dieser Frau. Ich hatte euch um Gebet wegen Depression und Gebärmutterkrebs gebeten. Inzwischen wurde ich operiert. Keinerlei Befall der Lymphknoten und ein sehr guter Heilungsprozess. Ich brauche keine Chemo. Zudem wurde ich völlig frei von Depressionen und bin voll in meiner Kraft. Die Medikamente konnten abgesetzt werden. Ich bin wie neugeboren. Das Verhältnis zu meinem geschiedenen Mann hat sich nach 14 Jahren wie durch ein Wunder zum Positiven entwickelt. Ich bin Gott unendlich dankbar und selbstverständlich auch euch. Wie wunderbar ist doch Gottes Wirken in so vielfältiger Weise. Ja, Gott tut Wunder. Und das erleben wir. Und gerade in dieser Zeit fällt das so richtig auf, weil man es gar nicht mehr vermutet, weil so vieles schief geht in dieser Zeit. Gott tut Wunder und wir haben es gerade gehört. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Es ist so wichtig, dass wir es weitersagen. Ja, ich hatte es anfangs von der Dornensprache. Ich würde dir raten, wenn du so eine Dornensprache hast, wo alles so pieksig und so geht nicht und alles kaputt und das nicht und so weiter. Ja, lerne doch die Sprache, die Jesus uns gegeben hat, die Sprache der Hoffnung, die Sprache der Zuversicht und dass wir wirklich Worte aus Gottes Perspektive sehen, dass wir sagen, und dennoch wird es weitergehen. Wir haben einen lieben Menschen, der mit uns im Lobpreisteam singt. Wenn es bei dem was schief geht, sagt er, und dennoch ist Gott mit mir. Und dennoch. Und ich sage dir, und dennoch wird Gott mit dir sein. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und heute möchte ich dir empfehlen, am 4. Advent, am Sonntag, lade deine Freunde ein oder lade sie ein, YouTube zu schauen oder auch im Internet uns anzuschauen. YouTube ist auch Internet, ich weiß, also uns auf Livestream anzuschauen oder komm einfach vorbei. Es sind außer Registrierung und Maske, es sind keine Vorgaben für Besucher, komm einfach vorbei. Das wäre natürlich wunderbar. Wir haben ein super, super Weihnachtsprogramm. Bring deine Freunde mit, ob sie gläubig, ungläubig sind, andersgläubig, mach nichts, bring sie einfach mit. Es wird ein wunderbarer Weihnachtsvormittag. Und wir verabschieden uns wieder. Gottes Segen für dich und bis bald. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.